Zuhörer, kennt ihr eigentlich schon den Eulenspiegel? Er lebt vor vielen hundert Jahren. Er wanderte von Stadt zu Stadt und spielte den Leuten lustige Streiche. Die meisten ärgerten sich sehr darüber. Aber einige fanden die Streiche auch lustig. Das waren die klugen Leute, die auch über sich selbst lachen konnten. So, jetzt wollen wir euch zwei von Till Eulenspiegels Possen vorspielen. Und gerade in dieser schönen Stadt angekommen. Hier möchte ich den Schneidern einen Streich spielen. Nanu, wer bist denn du? Ich bin der Till Eulenspiegel. Du hast aber eine komische Kappe auf. Das ist eine Nahenkappe. Ich bin nämlich ein Narr. Und was ist das, ein Narr? Ein Narr bringt die Menschen zum Lachen. Das ist lustig. Und was willst du hier? Hier möchte ich den Schneidern etwas Wichtiges erzählen. Die sind jetzt aber nicht hier. Das sehe ich. Deswegen lauf zu allen Schneidern in dieser Stadt und in alle Dörfer in diesem Land. Sag ihnen Bescheid. Was sollen wir ihnen sagen? Sag ihnen, sie sollen am nächsten Sonntagmittag hierher auf den Marktplatz kommen. Sie können auch ihre Frauen und Kinder mitbringen. Warum sollen sie kommen? Ich möchte ihnen etwas sagen, was ganz wichtig für ihren Beruf ist. Das machen wir. Guten Tag, Kollege Zwirn. Wir haben uns gar lange nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Kollege Fingerhut. Wie geht es Ihnen? Auch gut. Wie ich sehe, haben Sie eine hübsche Tochter. Ja, wie ich schon eben hier reinlief und Sie haben ja eine schöne Frau. Ich bin gespannt, was uns der Eulenspiegel erzählen will. Ja, ich auch. Bleibt er bloß, lasst uns ihn rufen. Eulenspiegel! Eulenspiegel! Guten Tag, Eulenspiegel. Erzähl uns jetzt das Wichtige. So, hört gut zu. So, ihr Schneidermeister, wenn ihr etwas nähen wollt, dann müsst ihr den Faden durch das Nadelöhr ziehen. Und damit er sich nicht mehr herauszieht, einen festen Knoten hineinmachen. Ist das alles, was du uns sagen wolltest, Eulenspiegel? Ja, ist es denn etwa nicht genug? Es ist doch das Wichtigste beim Nähen. Klar ist das wichtig, aber das wissen wir schon seit tausend Jahren. Wie alt bist du? 45 Jahre. Wie kannst du es dann seit tausend Jahren wissen? Eulenspiegel hat uns verult. Fang ihn und verprüge ihn. Wichtiges Neues weiß, aber in Wirklichkeit ist das, was hinter so laut schreit, ganz alt.